Hallo und herzlich willkommen zu Sechs Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in lustiger Sprache und anstößigen Beispielen. Ich möchte euch heute die Geschichte erzählen, die ich letztes Jahr Silvester verbracht habe. Ich war nämlich eingeladen auf Burg Hartheim. Das ist ein kleiner Ort im südlichen Niedersachsen, zwischen fünfter und sechster Dimension gelegen. Und zwar war das ein Syndromball der Gesellschaft für ITK, instrumentelle Tanzkommunikation. Veranstalten die jedes Jahr und es ist eine Veranstaltung für Lebende und für Tote. Also so etwas Ähnliches wie Dinner for One. Ich wollte, wenn man zu so einer schicken Veranstaltung eingeladen ist, will man natürlich ein bisschen angeben und ich dachte mir, ich fahre mit meinem alten Borgward von daheim. Das ist ein Modell, das nie in Serie produziert wurde. Es gibt nur dieses eine Prototyp davon. Aber der ist so angenehm und schön zu fahren, es ist eigentlich schon ein Proto-Simplex. Und er hat auch noch so ein altes Radio, da muss man an so einem großen Weltselektor drehen, um den richtigen Ilkor-Kanal einzustellen. Ich machte mir nur ein bisschen Gedanken, ob er mit seinem alten Kontrabator auch den Berg hinauffuhr, denn die Synkline zur Burg hoch war doch ziemlich steil, aber ich kam doch ganz gut damit auf die nächste Totalität. Oben war Parkplatz, natürlich, Parkplätze waren Mangelware und die Fahrerin des Autos vor mir fragte, ob ich noch einen Metron in meiner Parklücke zurücksetzen könnte. Das tat ich natürlich, sprach die Dame danach an. Sie war sehr hübsch und vornehm gekleidet, trug einen mit Hermetriepelzen besetzten Mantel. Und ich fragte sie, ob ich sie zum Eingang begleiten könnte, aber sie lächelte syndromatisch und meinte, sie sei für den Abend schon korporiert. Ja, ich ging hinein. Am Eingang war so ein großes Banner mit den Sponsoren der Veranstaltung. Natürlich die Firma MBB und der Stern. Und das Feuerwerk stand dort, war gesponsert von der Reichsversuchsanstalt für Sprengstoffforschung. Den Begrüßungstrunk lehnte ich erstmal ab, denn wenn man zu viele von diesen Syndromen zu früh in sich hineinkippt, hat man am Ende einen ganzen Metroplex in der Birne. Ja, so langsam füllte sich die Veranstaltung. Es trafen tatsächlich auch Gäste aus den höher gelegenen Transzendenzfeldern ein. Der alte Goethe war zum Beispiel da. Der wird auf den Bildern ja immer recht vorteilhaft dargestellt, aber der war in Wirklichkeit ganz schön dick. Das musste ich da auch erst feststellen. Und ich war kurz versucht, ihn nach seiner eigenen Massenformel zu fragen. Er war aber gerade dabei, zusammen mit dem Club der Toten Dichter und Vico von Bülow ein Trauerspiel in drei Akten aufzuführen oder zu deklamieren mit dem Titel Goethe in Halberstadt. War vielleicht ganz gut so, denn ich hätte mir sonst den ganzen Abend langweilige Tonbandstimmen über Farbenlehre anhören müssen. Gegenüber Goethe nahezu imponderabel schien der kleine Kurt Gödel. Ich versuchte mich mit ihm zu unterhalten und fragte, ob sein Freund Albert Einstein auch da sei. Burkhard Heim hatte ja immerhin zu Lebzeiten versucht, mit Einstein in Strukturkorrespondenz zu treten. Aber Gödel antwortete im Parakonjunktiv: In jedem Universum, in dem die Heim-Theorie gilt, jedes Universum, in dem die Heim-Theorie gilt, ist entweder vollständig oder es gibt darin keinen Einstein. Das war dann sogar mir zu viel Doppelinformation und ich verabschiedete mich höflich mit dem Verweis auf die Bedürfnisse meines inkarnierten Somas. Ich ging die Treppe hinunter in den Keller, nahm aber den falschen Abzweig und stand plötzlich vor dem Bretterzaun, mit dem die Welt zugenagelt ist. Zum Glück fand ich von da wieder zurück zum eschatologischen Toilettenzentrum. Auf dem Rückweg ging ich in einen Parallelraum am Buffet vorbei. Da war leider nicht mehr viel übrig, nur noch ein Residuum. Aber als aufmerksamer Feinschmeckerselektor fand ich noch ein überbackenes Urelement mit kovarianter Typensignatur, das ich mir sogleich in meine Mesosphäre einverleibte. Ja, wie üblich auf solchen Veranstaltungen traut sich am Anfang niemand auf die Tanzfläche. Da sah ich meine Bekannte vom Parkplatz wieder. Alleine und ich sprach sie an und sie meinte, sie habe jetzt Äonen auf ihren Begleiter gewartet und da herrschte sowieso schon seit einigen Wochen partielle Dysvarianz, ab jetzt offenbar totale Dysvarianz und sie würde sich jetzt mit mir auf die Televariante Aria integraler Weltstrukturen wagen. Wir begaben uns also in die Zentralzone und legten die ersten Synthropoden aufs Parkett. Wir hatten eine gute Resonanzbasis und ich versuchte ihr ein Kompliment zu machen und sagte, du und ich, wir sind ein gutes Metroplex-Kombinat. Wir tauschten den ein oder anderen Aktivitätenstrom aus und von allen möglichen Futuralpotenzen für diesen Abend hoffte ich natürlich, dass derjenige monodrome Zweig verwirklicht würde, der in einem Holomorphismus endet. Sozusagen ein Superpositionskonjunktiv. Die Zeithelizität näherte sich 12 Uhr und bald schon sollten die daheim gebastelten Silvesterraketen gezündet werden. Was aber niemand vorausgesehen hatte, war, dass irgendjemand alle Fenster und Türen mit selbstgebauten Knallerbsen verwanzt hatte. Später stellte sich heraus,
dass es sich um materielle Letzteinheiten aus den Beständen eines Potsdamer Gymnasiums handelte, nahezu 90 Jahre alt. Und der Geist von Vico von Bülow kommentierte das verzückt mit einem: Es hat Puff gemacht. Aber das waren nur die Elementarstrukturen der Silvestermaterie. Der Countdown begann und um Punkt 12 schoss ein ganzes Tensorfeld von chemisch und möglicherweise auch nuklear getriebenen Raketen in den Himmel. Die meisten Damen hatten vorsorglich singuläre Schirmfelder aufgespannt, um nicht von den herabfallenden Gravitonen getroffen zu werden. Das letzte Jahr war damit nur noch morphologische Geschichtlichkeit. Ich versuchte natürlich mit dem Handy Neujahrsgrüße zu senden, aber wie üblich waren die Netze überlastet und an Phonotelefonie war noch lange nicht zu denken. Ja, wie die Nacht endete und ob ich mit meiner Bekannten dann die attraktive Grenze unterschritten habe, das behalte ich dann doch lieber für mich in meiner autonomen Inframaxime. Auf jeden Fall wünsche ich euch und allen Menschen einen kosmischen Erlebnisraum und ein entelechiales neues Jahr in sechs Dimensionen und in Farbe.